Hier bei Radioaktiv, der lokalen Leidenschaft, um 16 Minuten nach 12 an diesem Sonntag. Vor 80 Jahren, da übernahmen die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler die politische Macht im Deutschen Reich. Ganz schön lange her, doch eine kleine Zeitreise jetzt im Lokalradio. Denn in der deutschen Bevölkerung, da fand ja das Gewaltregime einen sehr hohen Zuspruch damals. Und darüber möchte der Historiker Bernhard Gelderblum gerne in seinem Vortrag ein wenig aufklären, warum das so war und wie man in Hameln gelebt hat. Doch unter dem Nazi-Regime lebten die Hamelner. Ja, wie lebten sie denn? Die Frage wurde kaum bisher erforscht, kritisiert der Historiker. Die neue Ausstellung im Museum, die behandelt das Thema Nationalsozialismus. Vergleichsweise knapp Forschungsarbeiten zum Thema existieren leider bisher nicht. Das ist ein großer Mangel. Deshalb beschäftigt sich Bernhard Gelderblum, der Vorsitzende des Vereins Regionale Zeitgeschichte in Hameln, seit langer Zeit intensiv mit diesem Thema und stellte während seiner Recherche mit Erschrecken fest, dass die Stadt Hameln vor 80 Jahren eine wahre Hochburg des Nazi-Regimes war. Die NSDAP hatte in Hameln immer, seit sie angetreten war, überdurchschnittliche Wahlergebnisse, höhere als sonst im Reich, zum Teil 6, 8, 10% mehr. Dieses Phänomen erklärt sich nicht durch die Arbeiterbewegung, so der Historiker. Denn Hameln sei schon immer eher eine Beamtenstadt gewesen. Stattdessen, vermutet Gelderblum, sei ein Grund, dass die Stadt Hameln nicht katholisch ist. Katholisch sein, war damals ein gewisser Schutz davor, den Nazis nachzulaufen. Und Hameln ist angesiedelt in einer ländlichen Umgebung. Bäuerliche Bevölkerung hat, das haben Wissenschaftler vielfach erwiesen, eine stärkere Nähe zum Nationalsozialismus. Doch wieso gerade Hameln so viel offener als andere Städte für die Propaganda des Nationalsozialismus war, sei noch nicht genauer erforscht, bedauert der Historiker. Wie die ersten Schritte des Hitler-Regimes in Hameln 1933 aussahen und welche Gräueltaten von der Bevölkerung innerhalb eines Jahres hingenommen wurden, behandelt Bernhard Gelderblum ausführlich mit viel Bildmaterial in seinem Vortrag. Ich nenne mal ein paar Stichworte. Das erste, die Reaktion auf die Machtergreifung in Berlin. Wie hat sie hier stattgefunden? Verfolgung der Linken, der 1. April, die Gewalt gegen Juden, dann der 1. Mai, ein ganz wichtiger Tag, wo die Nazis sich dieses Tages bemächtigen, der immer der Kampftag der Arbeiter war, ihn zum Tag der Volksgemeinschaft machen und am 2. Mai die Gewerkschaftshäuser besetzen. Weiter will der Historiker klären, wie die Nazis das Hamelner Rathaus eroberten und wie sie es schafften, dass die Menschen ihnen trotz diverser Gewalttaten begeistert folgten. Organisiert wurde diese Veranstaltung von dem Deutschen Gewerkschaftsbund, Arbeit und Leben und von dem Bündnis Bund Stadt Braun, so Silvia Büte. Denn es sei auch noch nach 80 Jahren wichtig, sich zu erinnern, was in Hameln und Deutschland 1933 geschehen ist, betont Büte vom Bündnis Bund Stadt Braun. Und vor allem, ich finde es immer wichtig zu erinnern mit Bezugspunkten, die man hat. Das macht so eine Erinnerung natürlich sehr, sehr lebendig, um es nochmal in den Köpfen zu verpflanzen, was da passiert ist. Ansonsten haben wir nur sehr viele Schwarz-Weiß-Bilder vor unseren Augen und ich glaube, wir brauchen da ganz viel Lebendigkeit. Wie es in Hameln im Jahr 1933 aussah, also vor rund 80 Jahren, und welchen Einfluss Adolf Hitler und die NSDAP damals auf die Bevölkerung in der Rattenfängerstadt hatte, das kann man alles sehen und auch hören am 15. April, also jetzt am Montag, im Hamelner Haus der Kirche. Um 19 Uhr geht's los. Das Weserbergland in Ihrem Radio.